Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Braun, es ist beschämend, wie Sie diese traurige Situation missbrauchen für Ihre eigene Propaganda. Vor dreieinhalb Jahren stand ich an diesem Pult und sprach über Alexei Nawalny. Damals wurde er vergiftet, sein Schicksal war ungewiss. Heute darf ich erneut über Alexei Nawalny sprechen. Diesmal sind alle Ungewissheiten ausgeräumt. Alexei ist tot. Zurück bleiben Wut und Trauer. Mein Beileid geht an seine Witwe Julia, seine Kinder und seine Mitstreiter. Ich fühle mit ihnen. Mit seinem Tod stirbt auch die Hoffnung auf ein wundervolles Russland der Zukunft, an das er geglaubt und das er zu schaffen versucht hat. Es gibt offensichtlich keinen Platz mehr für eine liberale, prodemokratische Zivilgesellschaft im heutigen Russland. Das Regime Putins bringt diesen Menschen nichts außer Hass und Gewalt entgegen. Nicht mal Trauer um Alexei Nawalny ist in Russland möglich. Wer Blumen niederlegen will, wird verhaftet und für mehrere Tage eingekerkert. Im heutigen Russland gibt es keine Menschenrechte mehr. Jeder Kritiker wird zum Schweigen gebracht. Das Schlimmste ist, es war abzusehen. Wir dürfen uns nicht aus der Verantwortung stellen. Die Entwicklungen in Russland unter Wladimir Putin hätten uns schon früh aufhorchen lassen müssen. Brutaler Tschetschenienkrieg, bei dem Grosny dem Boden gleichgemacht wurde, so wie es nun in Mariupol und Avdiivka passiert ist. Politische Morde an Journalistinnen und Oppositionellen, Natalia Estemirova, Sergei Magnitsky, Anna Politkovskaya, Boris Nemtsov, alle sind tot. Und wie hat der Westen reagiert? Kurze Empörung, aber Folgen hatte es keine. Nie wurden konsequente Maßnahmen getroffen, nie hart genug durchgegriffen. Und wenn es Sanktionen gab, wie nach der Krim-Annexion, waren diese halbherzig und eher unwirksam. Meine Damen und Herren, die Naivität Deutschlands und der EU im Umgang mit Putins Russland hat Leben gekostet. Das darf sich nie wiederholen. Und Alexei Nawalny ist nur das prominenteste Opfer dieser Beschwichtigung. In russischen Gefängnissen werden noch viele russische Oppositionelle und ausländische Bürger willkürlich gefangen gehalten. Wladimir Karamurza, Ilya Yashin, Ivan Gershkovich. Sie alle müssen umgehend freigelassen werden. Alexei Nawalny ist tot, doch sein Vermächtnis bleibt. Alexei hat es doch aufgedeckt, welche unglaublichen Summen Putin und seine korrupten Eliten angehäuft haben. Ich appelliere an die Bundesregierung, jetzt müssen weitere personenbezogene Sanktionen folgen. 6.000 Namen hat Nawalny genannt, aber nur rund 1.000 wurden von der EU sanktioniert. Da ist noch ordentlich Luft nach oben. Wir müssen außerdem den Anhängern Nawalnys, den Vertretern der prodemokratischen Opposition, es weiterhin ermöglichen, in Deutschland und in der gesamten EU der Verfolgung durch Putins Schergen zu entgehen. Unsere Zusammenarbeit mit der russischen Zivilgesellschaft muss im Exil fortgesetzt werden. Und wir müssen weiterhin mit allen Kräften die Ukraine unterstützen, denn an der ukrainischen Front entscheidet sich das Schicksal der Freiheit in ganz Europa. Ich weiß, wie sich das Leben in einem diktatorischen Regime anfühlt. Jahrzehntelang haben wir im ehemaligen Ostblock gegen den Eisernen Vorhang gekämpft. Wir haben nie die Hoffnung aufgegeben, dass wir eines Tages in Freiheit leben werden.
Heute will ich den Anhängern von Alexei Nawalny, mutigen russischen Oppositionellen, Journalistinnen und Journalisten zurufen, verliert nicht die Hoffnung, gebt nicht auf, Russland wird frei sein. Und wie Alexei Nawalny gesagt hat, «Не сдавайтесь, Россия будет свободной». Für die SPD-Fraktion hat Fabian Funke das Wort.